Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Mann, was ein Gebölke da. Das gibt's ja gar nicht. Hallo? Hallo, was war das denn da gerade? Was ist mit den beiden denn los? Ungebildete Erwachsene. Okay, na gut. Ja, wir hier in unserem Bauernhof oder Industrie, wollte ich gerade sagen. Agrarbereich. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir hier eine Feuerwehr reinkriegen, weil das brennt uns hier alles ab. Stück für Stück, das geht gar nicht. Mann, Mann, Mann. Friedfeld ist auch schon abgebrannt. Was ist hier? Speckerei. Die ist auch schon leider abgebrannt. Obst für alle. Na gut. Okay, wir müssen sehen, dass wir hier da was gerissen kriegen. Und das müssen wir am schnellsten oder am besten immer machen, indem wir hier ein paar Straßen bauen. Und das werden wir jetzt einmal machen. Wir ziehen da mal eine Straße direkt gerade runter. Gerade rüber. Zuppi. Und dann machen wir hier eine typische Verbindung. So. Und hier genauso. Zack. Und das versuchen wir. Halt, stopp mal. So. Hier in der Mitte auf. So, einmal darüber. Das machen wir genauso hier oben. Halt, stopp, Mensch. Es geht alles. So, das machen wir hier auch. Und da kommt überall Agrartechnik rein. Hallo, wo haben wir es jetzt? Industrie, da ganz normale Industrie. Haben wir unseren Malemann hier. So, Industrie. Industrie, überall Industrie. Und da bauen wir irgendwo, pflanzen wir da unsere Feuerwehr in der Mitte rein, damit sie so möglichst das ganze, den ganzen Areal da bedienen kann, wenn da was brennt, dass die sofort zur Stelle sind. Weil es ist echt schade, dass es da brennt. Das geht nämlich gar nicht. Das ist nicht in Ordnung. So, Feuerwehr. Wir brauchen diese da. Und zwar, hier deckt sie alles wunderschön ab. Zack, Feuerwehr ist da. So, weiterlaufen lassen natürlich. Und die brauchen Wasser. Natürlich brauchen die Wasser, weil da in der Mitte ist ja nichts. So, einmal hier rüber. Gehen wir bis dahin voll hin. So, und einmal ein Stückchen hier rein. Zack, gut, so. So, jetzt dürft ihr wachsen, Freunde. Ihr dürft weiter wachsen. Und das müssen wir abreißen, glaube ich. Diese abgebrannten Dinger. Zack. Und wo noch? Wo war es noch? Hallo, das brennt hier. Wo ist die Feuerwehr? Wo ist denn die Feuerwehr? Das brennt hier. Freunde, das brennt hier. Wo ist die Feuerwehr? Sag mal. Da sind sie. Endlich. Löscht das Feld. Mensch, noch mal zu. So, leer, leer, leer. Da auch leer und leer. Das reißen wir gleich mal weg. Umso schneller kommen da neue, denke ich mal. Siehste, ihr braucht Arbeiter, ich weiß. Wir müssen mehr an unserer Einwohnerzahl tun. Und zwar, das werden wir machen. Das werden wir so schnell wie möglich machen. Warum haben wir denn schon wieder ein Müllproblem? Die klagen wegen Müll? Du bist der Einzige, der mault. Was ist denn da los? Wir brauchen bestimmt noch so eine... Ja. Aber die können wir hier nirgendwo hinbauen. Nee, das können wir nirgendwo da hinbauen. Dann müssen wir sowas dahin pflanzen. Zack. So, dann müssen wir die Straße nochmal verlängern. Die Straße verlängern. So, dann gehen wir dann da zurück. So. Und ja, Wohnräume, Wohnhäuser. Da ändern wir das hier oben. Machen wir da mal dicht besiedeltes draus. Und zwar Malemann. Dicht besiedelt. Ach nee, da nehmen wir mal diesen hier. Das ist der kleine Würfel da. Das müsste doch mit dem Würfel auch gut gehen. Wenn wir das alles wegnehmen. Schwupps. Und hier genauso hier hoch. Da. Und das auch alles. So. Können wir das auch wegnehmen. Zack. Dann machen wir dann dicht besiedeltes an. So.
dicht besiedeltes Wohngebiet. Ups. So. Nehmen wir nochmal unseren Pinsel da. Mal das mal hier aus. Das da auch alles weg. So. Genau. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Und sie bauen wie die Verrückten. Ich bin gespannt. Das hier auch nochmal. So. Sehr schön. Und was war das? Industrie, ne? Nein, Gewerbe. Wir brauchen Gewerbe. Gewerbe wollten wir hier oben ja noch hinbauen. So. Das wird unser Gewerbeparkplatz. Oder Park. So. Straßenmäßig. Nehmen wir mal diese schöne zweispurige Straße. Bauen wir die mal da an. Bisschen sehr groß, ne? So. Setzen wir mal darüber. So. Und dann möchte ich mal hier zurück. Wenn das denn für dich in Ordnung ist. So. So. Zack. Ort ist bereits. Ach, das ist ja dieser Park. Ich sehe das schon. Ja, ja. Zack. So. Aber da müssen wir auch eine indirekte Verbindung schaffen zwischen den einzelnen Straßen. So, mach dich mal weg da. So. Zack. Und zwar. So, machen wir das mal so. Auch sehr interessant. So, dann machen wir dicht besiedeltes Gewerbe. Dicht besiedeltes Gewerbe. Was haben wir hier? Büros haben wir ja auch noch. Was wird denn verlangt? Nachfrage Gewerbegebiet. Wir machen dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So. Dicht besiedelt. Ich glaube, da reicht aber unsere Straße nicht für aus. Ich bin da schon so ein bisschen am... Ach nee, das ist ja verkehrt. Wo ist jetzt der da? Da reicht unsere Straße nicht für aus. Ich sehe das schon kommen. So. Hier genauso. Zack. Das hier auch. Zack. So. Die bauen. Und wie sieht es mit Wasser aus? Wasser ist natürlich schlecht. Aber wir lassen es davon nicht abbringen. Wir bauen nochmal fix ein bisschen Wasser. So. Das läuft doch. Sehr gut. Was habe ich da jetzt gebaut, sag mal? Die Häuser sehen mir doch verdächtig nach. Das ist dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Einen Augenblick mal. So. Warte mal, mach das mal auf, so. So. Das sind Reihenhäuser. Okay, nein, da sind ja, ist ja Werbung überall drauf. Ach, da ist überall Werbung drauf. Ach, da brennt doch wieder was. Die Feuerwehr ist aber vor Ort. Sehr schön. Gut, das mit der Feuerwehr klappt hier. Das geht, das läuft. Schön. Schön, und was ist mit hier mit der Autobahnabfahrt? Wird die auch benutzt? Also jetzt, das läuft alles sauber. Keine Probleme. Bloß der hier macht uns so ein bisschen Kummer. So ein ganz kleines bisschen. Ach, das ist nun mal so. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Nicht? So ist es doch. So, warte, brennt das da auch? Da brennt es auch. Ach, du Schande. Aber naja, die Feuerwehr ist da. Mit reichlich Autos, das ist doch gut. So, wie sieht es hier hinten aus? Wie sieht es denn, warum sieht es denn hier so aus? Da ist doch was abgebrannt. Warum ist das abgebrannt? Warum ist das abgebrannt? Ihr wart doch hin zum Löschen, ihr Ochsen. Muss man da doch wieder... Das ist doch nicht zu fassen. Feuerwehr, wo haben wir sie? Da ist die Feuerwehr. Müssen wir ein bisschen erhöhen. So. Nützt ja nichts. Müssen wir ja machen. Gottes Willen.
gut. So wie es aussieht, sind wir alle wunschlos glücklich. Wir haben keine Nachfrage nach gar nichts. Also wir haben keine Nachfrage, so gesagt. Das brennt da doch auch schon wieder. Und wo ist die Feuerwehr? Wo ist die Feuerwehr? Feuerwehr, wo bist du hin? Die ist gar nicht da. Die kommt da gar nicht hin. Nein, wie prickelnd. Das ist doch super. Ich denke mal, wir müssen da eine Straßenverbindung bauen. Wir bauen eine Straßenverbindung. Und zwar, wir fahren hier raus. Nein, wir sind hier. Und bin da an. So. Jetzt haben wir eine Straßenverbindung gemacht. Bringt uns aber auch nicht viel mehr. Ah, wo ist denn hier eine Feuerwehr? Können wir das irgendwo sehen? Wo ist eine Feuerwehr? Da. Da ist eine. Wir brauchen eine große. Wir brauchen so eine große Latsche hier. Das nützt echt nichts. Die bringt uns wesentlich auch nicht was. Aber 60.000 Mücken. Ich meine, das ist noch ein Stück weg, ne? So, wir machen ein bisschen mehr Gas geben. Vielleicht haben wir ja gleich die Kohle für eine große Feuerwehrgeschichte. Da wird doch wieder gemeckert über Wasser. Warum ist da kein Wasser? Immer ist irgendwas. Könnt ihr nicht mal mit dem zufrieden sein, was da ist? Nein, können sie nicht. Neues Gebäude. Polizei? Ja, gut. Wir haben ein Polizeihauptquartier. Ich weiß. Wir brauchen aber Feuerwehr. Und die wollen wir jetzt bauen, weil wir jetzt Kohle dafür haben. Juhu! Wir sind eine kleine Stadt. Eine kleine Stadt. 9000 Einwohner. Na, supi. Jetzt haben wir den Zug. Und wir können Spezialisierung. Richtlinien. Richtlinien sind das. Und was haben wir noch? Güterbahnhof, Bahnhof und Wasserkraftwerk. Aber das können wir hier sowieso nicht irgendwo bauen. Wir haben da keinen Platz für. Super! Immer ein bisschen größer. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Feuerwehr. So, wo wollen wir die denn hinsetzen? Wie weit deckt die denn das alles ab, wenn wir diese Mörderfeuerwehr da irgendwo gepflanzt haben? Deckt die das denn alles ab? Oder mehr auf jeden Fall? So, 60.000. Ich hoffe mal, dass die hilft. Mein Gott, ich hoffe das echt. Sonst sind wir echt angeschissen. Wie sieht das hier hinten aus? Gut, das wird abgedeckt. So, neues Gebäude. Hier, was ist das? Ein Krankenhaus. 65.000. Och, mein Gott. Ja, Freunde. Das wird kommen, aber nicht jetzt, weil... Was? Augenblick mal. 65.000 haben wir ja fast. Aber brauchen wir ein Krankenhaus? Wie sind wir denn? Wir sind doch gut ausgelastet. Heilungskapazität 200, kranke Bürger 53. Also noch brauchen wir kein Krankenhaus. Nö, nö, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Feuerwehrmäßig. Da sind wir. Ne, Kriminalität. Minus 5%, da kannst du doch nicht so sagen. Und. Oh. Grundschule berechtigt 1100, Kapazität 900. Das ist gut. Warum ist das da alles rot? Wir brauchen eine Grundschule. Oder eine Oberschule? Eine Grundschule brauchen wir noch. Die sollten wir da oben mal irgendwo hinpflanzen. Genau. Eine Grundschule. So. Jetzt meckerst du rum wegen Strom? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Und Oberschule. Warum ist das da oben alles so dolle rot? Das verstehe ich nicht. Ja gut, eine Universität wäre auch nicht schlecht, aber... Freunde, von nichts kommt nichts. Also die kann ich mir nicht aus dem Ärmel schütteln. So. Buslinien. Die müssen wir auch noch mal ein bisschen... Da müssen wir auch noch was tun. Die laufen ja so ziemlich hier überall rum, ne? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Die kann hier nochmal durchlaufen. Noch eine Buslinie extra, ne? Dann starten wir mal hier. Ne, wir wollen da nicht schon wieder durch den Kreisverkehr fahren. Zurück.
Warte mal, wie kann man da noch rüber? Da war über eine Verbindungsstraße, oder nicht? Nee, war er leider nicht. So, dahin. Den wollen wir nochmal. Können wir da mal anhalten? Zack. Da mal anhalten. Und dann kommen wir wieder zurück. So. Noch wieder eine geschafft. Und dann müsste normalerweise auch hier noch eine durchfahren. Eine Linie. Zack. Darüber. Haltestelle. Nehmen wir diese Haltestelle. So. Das wird ein wildes Durcheinander, glaube ich. Ein wildes Durcheinander. Nee, dann halten wir lieber hier mal an. Halt. So, dahin und wieder zurück. Zack. Fertig. So, das haben wir auch. Ja, dann können wir da irgendwann mal zusehen, dass wir unsere Eisenbahn kriegen. Unsere Eisenbahn. Dicht besiedeltes Gewerbe. Ist natürlich schon, sieht ja schon echt nicht schlecht aus, ne? Also kann man nichts zu sagen. Aber der Verkehr nimmt da auch nicht zu. Da ist die Straße vielleicht eventuell ein wenig zu klein. Aber noch läuft das ja. Ja, es bewegt sich auf jeden Fall noch. Also die Staus sind nicht Kilometer lang. Da kann man wenigstens sagen, dass das funktioniert noch. Hier funktioniert auch noch soweit alles. Da kann man echt nichts zu sagen. Das geht. Und hier auch. Ich meine, das sieht ja richtig cool aus. Da kann man ja sagen, aber will, ne? Das mit den Reihenhäusern. Hammer, Hammer. Mit Parkplätze hinterm Haus. Und ach, ist das Wahnsinn. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich alles. Mit Eckhäusern. Sonnenstuhl. Alter, sieht doch richtig Hammer aus. Also, da will ich mal sagen. In diesem Sinne, Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.